Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Splinter Cell Chaos Theory. Ja, die letzte Folge ist schon ein bisschen her. In der Zwischenzeit hat sich bei mir auch wieder ein paar Sachen getan. Ich war gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Und ja, wir sind immer noch in der Bank. Wir machen immer noch einen kleinen Bankraub. Ich meine mich zu erinnern, dass wir beim letzten Mal ein bisschen Schwierigkeiten hatten, den Weg zu finden. Weil wir nämlich hier einmal nach ganz da unten mussten, aber erstmal hier die Wege freiräumen mussten. Ich erinnere mich, wir waren hier durch den Schacht gegangen und das hatte nicht so ganz geklappt. Ja, deswegen müssen wir jetzt den Weg außenrum gehen. Okay, das ist kritisch. Ach so. Oh, ich habe gerade festgestellt, mit Steuerung geht das auch. Okay. Eigentlich wollte ich ja die Pistole, weil ich da mal das Licht ausmachen wollte. Weil da die Kamera uns sonst nämlich sieht, wenn wir jetzt hier in das Licht treten. Deswegen gucke ich jetzt erstmal, dass sie hier einmal beiseite geht. Oh, die bewegt sich aber auch höllenlangsam. So. Ja, hier in dem Räumchen haben wir gerade begonnen. Da waren wir auch beim letzten Mal zum Schluss. So, okay, hier kann ich nicht technisch nicht viel machen. Oh. Okay. So. Aber jetzt. Vor dir scheinen weitere Laser zu sein. Das ganze Gebäude wimmelt nur so von Photonen. Da ist eine Wache, die hier ohne weitere Probleme herumspaziert. Möglicherweise trägt er irgendeine Art von Signalgeber bei sich. Geh nah an ihn heran, vielleicht kannst du in seinem elektronischen Schatten bleiben. Gerade etwas aufgefallen. Genau. Hast du eigentlich bemerkt, dass es in dieser Bank keine Geldautomaten gibt? So, die Wachen, die in der Lasernetz patrouillieren, sind mit kleinen Sendern ausgestattet, die Netze deaktivieren. Hat man sowas schon gehört? Es geht hier ja nicht um Realismus. Es würde nur eine ganze Menge Möglichkeiten eröffnen, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen wollen. Oh, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Okay. Da kommt er schon. Also ich könnte jetzt entweder in seiner Geschwindigkeit mitgehen und da durchgehen. Oder ich könnte ihn gleich einfach niederknüppeln. So. Oh, eigentlich wollte ich ihn knüppeln, aber okay. So, ja, und so können wir den Kollegen jetzt benutzen. So, wir lassen ihn mal hier liegen, falls wir ihn wieder brauchen. Und speichern an dieser Stelle mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob wir da... Oh, ja, nee, das wollte ich nicht. Ich muss für den Kollegen noch mal kurz schnappen. Und einmal eben hier hinter den Tresen. Ob wir unter Umständen hier vielleicht sogar den PC irgendwie benutzen können. Sicherheitszugang. Oh, okay. Ups,
Fischer. Pass auf den Alarm auf. Ja, dann machen wir das so. So. Also, wir gehen hier nochmal hinter. Legen den nochmal ab. Und... So. Oh, Moment. Das ist hier... Ah, zu wild. So. Jetzt. Sicherheitszugang. Ach man, okay. Ich weiß nicht mehr genau, wie das mit dem... Ja, doch, ich weiß wieder. Okay. Ja, wenn es so eine lange Pause gemacht hat, dann muss man erstmal wieder reinkommen. So. Nachtsicht aus. Daran. So. Hier unten rechts, die mache ich nämlich mit dem Buchstaben E fest. Genau. So. Und dann ist das nämlich das hier. So, jetzt laden wir hier noch die Hälfte der gefälschten E-Mails. Noch vier übrig. Okay. Danke. Ich hatte schon immer Schwierigkeiten, weiter als bis drei zu zählen. Kein Grund, direkt sarkastisch zu werden, Sam. Ach ja. So. Und dann... Genau. Legen wir den Kollegen hier wieder ab. Jetzt speichere ich nochmal. Und wir gucken mal hier drüben. Was ist da die Lichtquelle? Dort. Okay. Wo kommt das denn her? Ja, von hier hinten. Ja, Frechheit. Oh, da eine Fackel dabei. Das ist, nicht so nett. Keine Spur. Da reagiert er auch nicht drauf. Als ob. Hey, was? Oh, leck, ey, hab ich mich jetzt erschreckt. Huiuiui. Das kam sehr unvermittelt. Ach hier, genau. So. In der Hoffnung, da hinten ist es nicht noch eine Wache, die den sehen könnte. So, dann machen wir hier nämlich das Licht aus. Und wir schnappen uns den Kollegen hier vorne. Okay. Läuft. So. Okay, ich leg den Kollegen mal hier ab. Den da vorne hole ich mir auch mal, leg den auch hier rein. Sicher ist sicher, ne? So, hier ist Medikit, da können wir mal die letzten Rest unserer Energie noch aufladen, die uns hier fehlt. So. Yeah, baby. Yeah, baby. Okay. Und wir speichern.
Ja, so helligkeitsmäßig kommt halt viel Licht von draußen rein. Aber ich glaube, das ist bei euch gar nicht so sehr zu sehen. Irgendwo höre ich noch eine Kamera. So, da drüben ist der Raum mit dem Lüftungsschacht. Hier. Ja, wo oben der Ventilator ist, den wir nicht auskriegen. Und wir gucken mal. Ah, da ist die Kamera. Okay. Gut, das heißt, hier hinten sieht ihr uns nicht. So. Nee, das war... hier. So. Okay. Ach, das ist der da hinten. Okay, da können wir nur direkt 2306. Okay. Ah. Öffne die Türe leise. So, jetzt könnten wir da oben den... Also, okay. Also... Ich meine, wir hätten es probiert. Als wir da oben gesessen haben, hätten wir probiert, da an die Schalttafel zu kommen. Aber, ach, ist jetzt wurscht. So. So, Kamera-Archiv löschen. Gute Idee, Fischer. Selbst wenn du ins Visier ihrer Kameras geraten sein solltest, werden sie dich nicht mehr identifizieren können. Ja. Und wir haben auch direkt die Kameras deaktiviert. Das heißt, es sollten wir keine Schwierigkeiten mehr kriegen. Okay. So, Türe machen wir zu. Wir haben bei den Zielen eine Veränderung. Betreten Sie die Bank. Also ich glaube bei den Zielen suchen Sie nach Aufzeichnungen über verdächtige Transaktionen. Legen Sie mit mehreren E-Mails falsche Spur. Okay. Ah, na gut, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie... Oh, hey. Muss jetzt mal gucken. Ah, da hinten ist nämlich Licht. Krieg ich das von hier aus ausgeschaltet? Was ist das für ein Geräusch? Ja. Ich glaube, ich habe auch etwas gehört. Das gefällt mir nicht. Okay. Mal hier mit der Werbebild kann ich nämlich hier durch die Vorhänge gucken. Das ist ganz gut.
da nicht einer hinterm Vorhang wartet und mich dann sieht und so, ne? Und? Was sollen wir jetzt tun? Guck mich nicht so an, ich weiß es nicht. Tja, was tun? Hast du das gesehen? Entspann dich. War bestimmt gar nichts. Na, ich weiß nicht. So, hab mir gerade noch einen Schluck zu trinken genommen. Jetzt kommen die ja vor. Dann nutze ich die Gelegenheit. 3490. Gut, dann machen wir hier das Licht noch aus. Na, da brennt irgendwo, knistert da ein Feuerchen. Das passt ja ganz gut zur Adventsstimmung, die jetzt angebrochen ist, ne? So, da kommen wir nicht drauf. Okay. Machen wir wieder aus. So. Wir gucken hier mal durch. Okay, das sieht leer aus. Dann gehen wir da rein. So, einmal das Schloss knacken. Okay, das war leicht. So, ah, hier knistert das Feuer. Hier kommen wir gleich raus. So, wir... Oh, ist doch ein bisschen dunkel. Nehmen uns erstmal den Computer vor. So, WNM Online. Der chinesische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Long Dan, wurde heute für eine Krisensitzung mit Regierungsvertretern bezüglich der andauernden Spannungen zwischen Korea und Japan nach China zurückberufen. Man erwartet, dass Long Dan sich erneut bemühen wird, Delegierte aus Korea, den USA und Japan an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Ich dachte, das würde sich vielleicht von selbst schließen, aber gut. Long Dan, ja, das haben wir gerade gehört. So, wir wollen den Sicherheitszugang knacken. So, hier noch eine gefälschte Mail hochladen. Aber irgendwie fehlt noch. Irgendwie habe ich nicht überall die Mails hochgeladen, wo ich sollte. Naja, so, hier können wir... Damit sind zwei geschafft. Jetzt noch das Sicherheitsbüro. Okay. Ja, aber da war ich doch auch schon. Ach, oh, blöd. Okay, ja, verstehe ich. Alles klar. Ich habe davor gestanden, vor dem Panel. So, hier können wir übrigens noch... das müssen wir hacken. So. Ja gut. Wir stehen jetzt einfach mal aus dem Fenster. wüsste jetzt nicht, was wir damit machen können. Hier war der PC. So. Da waren wir auch dran. Ah, genau. Die beiden PCs, wo die Typen dran gesessen haben. Ja, die brauchen wir ja auch noch. Okay. Ah, die laufen hier immer noch.
Okay, ich habe noch zwei Ringflächen. Die kann ich ja mal noch verbrauchen. Oh. Auf den Alarm auf. Das ist trotz allem immer noch ein Bankraub. Das Witzige ist, dafür müsste ja erstmal noch jemand da sein, der hier zur Hilfe eilen könnte. Dir werde ich eine Okay, sorry. Okay. Ja, hier hätte ich den Ventilator deaktivieren können. So, und dann hier noch die Mail hoch. So, die machen wir aus. Hier können wir die Mail wahrscheinlich nicht hochladen, oder? Nee. So, hier. Hatten wir nur die Archive löschen können. So, und hier können wir uns nämlich selber reinlassen. Gut. Die Autorisierung wäre geschafft. Der äußere Käfig zum Tresor sollte sich in diesem Moment öffnen. Großartig. Unmittelbar in diesem Käfig befindet sich ein kleiner Tresorraum mit Schließfächern. Ihr Freund hat für Sie in einem davon ein paar nützliche Dinge platziert. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich dort bin. Okay, also Ziele. Stehlen Sie französische Regierungsinhaberoptionen im Wert von 550 Millionen Dollar. Stellen Sie fest, für wen die MKS Bank die Waffen gekauft hat. Suchen Sie nach Aufzeichnungen über verdächtige Transaktionen. Aber ich weiß nicht, ob wir die... Also hier waren die ja nirgends, ne? Ich guck mal noch mal auf die Karte, aber so, da hinten runter. Ah, wir waren ja sonst überall eigentlich. Ah, seltsam. So, ich will jetzt eben hier die beiden Leichen mal noch beiseite räumen. Und dann können wir uns auf den Weg zum Tresorraum machen. Ich glaube, der letzte PC ist der im Tresorraum. Da steht nämlich auch noch ein Rechner, ne, wo wir dann ran müssen. Ach so, wir können den schnellen Weg nehmen. Dann müssen wir sie noch mal durch das Lasergitter und Kram. Na, dann, so, hier rein. Tür zu. So. Ah, hier ist der Goldbarren gelandet. So. Ach so. Jetzt liegt er halt dann direkt hinter dem Zaun, weil er nicht weiter fliegen konnte. Ah, okay. Na gut. So. Ja, hier ist alles in Ordnung. Ne, wir wollen das Kurschloss nicht benutzen. Eigentlich wollte ich nur die Tür zumachen. Naja. So. Hier. Geöffnet. So. Sam, hier spricht Will. Tuttle sagte, dass sich in einem dieser Schließfächer hier Ausrüstung befindet. Brusthöhe, rechte Seite, ah. Nummer 1024. Okay. 1024.
10, 10, 10, 10, 10, 33, 24, da ist er. Schön vorsichtig damit. Was ist das für ein Zeug? Die Sprengladungen sind für den Tresor. Und das andere Ding ist ein telemetrischer Dietrich. Ein telemetrischer Dietrich? Gehen Sie herunter zum Haupttresor. Ich bring Sie schon da durch. Oh, okay. So, Beleuchtung ist mir immer suspekt. Oh, und hier gibt's eine Menge davon. In Ordnung. Als nächstes müssen Sie diese beiden Schlösser gleichzeitig knacken. Und dafür ist der telemetrische Dietrich da. Ganz genau. Er liest Ihre Bewegungen in dem einen Schloss aus und spiegelt sie in dem anderen wieder. In Echtzeit. Ihr Jungs benutzt ein paar coole Spielzeuge. So, Dietrich platzieren. Gut. Jetzt, wo Sie ein Gefühl für die einzelnen Stifte haben, müssen Sie eine Sekunde warten, bis der telemetrische Dietrich synchronisiert ist. Sobald es piept, können Sie den Stift auslösen und zum nächsten übergehen. Ah. Versuchen Sie nicht, einen Stift zu bewegen, bevor Sie synchronisiert haben. Sonst müssen Sie noch einmal von vorne beginnen. Ja, verstanden. Das habe ich gerade schon zweimal gemacht. Ha. Verteilung. Komm schon. Juhu. Platzieren Sie jetzt die Sprengladungen über den Primärstiften. Sobald alle befestigt sind. Nun, ich glaube, das können Sie sich denken. Und Sesam, öffne dich. Lambert, wir sind drin. Gute Arbeit, Sam. Such jetzt nach diesen Festplatten. Okay. Ah, okay. Hier ist ordentliches Licht. Natürlich, ganz hinten der PC. Puhuiuiui, so. Ich habe hier Fragmente einer Nachricht von jemandem namens Dvorak. Ekelon besitzt keine Akte über ihn. Warte, das ist seltsam. Was? Die gelöschten Nachrichten. Sie sind 1024 verschlüsselt. 1024 Bit habe ich das letzte Mal bei Philip Massey gesehen. Ich habe Massey vor Severamos getötet. Ich erinnere mich und sein Tod wurde bestätigt. Wir haben es hier also mit jemandem zu tun, der Zugang zu ein paar äußerst vertraulichen Informationen hat. Wer? Ich bin nicht sicher. Ich werde mich wieder bei dir melden. Okay, so. Transaktionsdateien, die haben wir. Jetzt. So. Gute Arbeit, Fischer. Noch eine weitere E-Mail und wir haben es geschafft. Tue mein Bestes. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der letzte PC ist, wo wir keine. Ach hier. Gute Arbeit, Fischer. Jetzt sieht die ganze Aktion wie ein gewöhnlicher Bankraub aus. Sie werden niemals erfahren, warum wir hier waren. Lambert, jetzt wo ich 50 Millionen Dollar in der Hand halte, bin ich der Meinung, dass wir nochmal über die Gehaltserhöhung reden sollten. 25 Cent die Stunde und nicht einen Penny mehr. Okay, abgemacht. Ups. Verdammt, was ist passiert? Ah, Moment. Jede Wette, ich habe was übersehen.
So, wir nehmen das hier. Gute Arbeit, Fischer. Jetzt sieht die ganze Aktion wie ein gewöhnlicher Bankraub aus. Sie werden niemals erfahren, warum wir hier waren. Lambert, jetzt wo ich 50 Millionen Dollar in der Hand halte, bin ich der Meinung, dass wir nochmal über die Gehaltserhöhung reden sollten. 25 Cent die Stunde und nicht ein Penny mehr. Okay, abgemacht. Okay. Hast du geholfen? Nee, scheiße. Oh, krieg ich das echt nicht aus? Kann sie sein. Das ist ja gemein. Das heißt, ich muss jetzt hier zwangsläufig durch, ne? So, vielleicht, wenn ich hier mich durchroll. Oh, nee. Verdammt! Was ist passiert? Laser in der Tresortür. Die gesamte Bank wurde alarmiert. Soldaten im Anmarsch. Vergesst es. Ich bin weg. Seid still, Leute. Wir können daran jetzt nichts mehr ändern. Fischer, schnapp dir die Daten und mach, dass du da wegkommst. Gute Idee. Gut, Fischer. Mehr brauchen wir nicht. Zeit, sich rar zu machen. Verschwinde aus dem Zielgebiet. Schon auf dem Weg. So, hier waren wir drin. Tatsächlich ist hier gar keiner mehr, der uns hier irgendwie Ärger machen kann. So. Hier konnten wir keine Mail mehr drauf tun. Nö. Also. Ja, alles aus. So, da ist die gefälschte Mail schon drauf. So, hier hatten wir die Mail wahrscheinlich auch schon drauf. Ja. Ich hätte schwören können, das ist an, die müssen wir unten an den PC hochladen. So. Hier sind die Jungs. Hier geht's nach draußen. So, hier kamen wir runter, kamen wir rein, ne? So, kein Sicherheitszugang. Kein Sicherheitszugang. Und da hinten auch nicht. Genau. Genau, so. Dann waren wir hier. Hier ist die Toilette. Genau. So, der Überwachungsraum. Hier waren wir auch dran. Mail ist da. So. Dann hier lang, da rein, so und hier hoch. Ja, tatsächlich ist es ja wurscht. Oh, es gibt mir keinen Alarm mehr. Haha, cool.
So, hier hatten wir auch reingeschaut. So. Jetzt mal im Ernst. Wo haben wir jetzt hier einen PC übersehen? Wir gehen jetzt hier hinten rein. So. Hier ging nicht. Öffnen, deaktivieren. So, den auch gerade an. So. So, Mail ist da. Hier ging's nicht. Dann hier drin. Wir haben auch die Aufzeichnung über verdächtige Transaktionen. Was hätten wir die denn finden sollen? So, sicherer Zugang. Ja, aber ich glaube, das geht jetzt sowieso nicht mehr. So, dann waren wir hier drin. Oder hatte der jetzt hier noch andere Bilder, die man bewegen konnte? Nee, ne? Ach so. Okay. Hm. Dann kann man jetzt den ganzen Alkohol zerlegen. So. Objekt wechseln. So, das ist der Monitor. Okay. So. Und hier hatten wir auch schon. So, ich habe jetzt keinen Plan mehr. Wo jetzt noch ein PC gewesen wäre, den wir hätten auch umschalten können. Keine Ahnung. Wenn es jetzt nicht hier die Mikrowelle noch ist. Dann weiß ich es leider nicht. Tut mir leid. Das, in dem Fall begeben wir uns nach draußen. Dann können wir hier noch gucken. Oh. Uiuiui. Okay. Dann gehen wir hier hinten raus. So. Die Kameras laufen jetzt nicht mehr. Aber hier kämen wir auch nicht ran, ne? Doch. Nee, da haben die was vorgestellt. Okay. Ja dann. Okay. In dem Fall begeben wir uns nach Hause. Und zwar hier rüber.
Mission erfolgreich. Yes. Ja, abgebrochen war die Suche nach den Aufzeichnungen über verdächtige Transaktionen. Und auch mit mehreren E-Mails eine falsche Spur legen, damit es so aussieht, als ob jemand anders das war. Aber wir haben immerhin die Kameraarchive gelöscht. So, 54% Erfolgsrate. Naja, eine Stunde 16 haben wir gebraucht. Wir wurden nie als Eindringlinge entdeckt. Wir haben 12 bewusstlose Feinde. Wir haben 3 getötete Feinde. Einen gefundenen Körper und 2 ausgelöste Alarme. Das schlägt sich dann schon direkt zu Buche. Und wir setzen dann mal fort. Und fahren nach Manhattan, Garment District, New York City, USA. Zerkesi, ein ehemaliger Mitarbeiter Morgenholz, steht unter Verdacht, zusammen mit einem gewissen Dvorak geheime Akten über waffenfähige Algorithmen zu sammeln. Bekannt als die Messy Kernels. Finden Sie heraus, wer Dvorak ist und in welcher Beziehung er zu Zerkesi steht. Wenn Sie Zivilisten oder Verbündete Einheiten töten, gilt die Mission als gescheitert. Zerkesi und Morgenholt sind also die einzigen, die Kenntnis von diesen Algorithmen hatten. Nun, Morgenholt ist tot und Zerkesi hat was mit einem geheimnisvollen Unbekannten zu tun, den wir nicht kennen. Dvorak. Morgenholt und Zerkesi sind Freaks, keine Terroristen. Vielleicht ist dieser Dvorak ja nichts weiter als ein Strohmann. Hey! Hier wird's gerade spannend. 2:0. Die Yankees im 8. Inning. Akira Watanabe bereitet sich auf den Wurf vor. Er konzentriert sich. Das war doch kein Zufall. Mach dich auf den Weg zum Big Apple. Bruce Morgenholt und Abraham Zerkesi arbeiteten gemeinsam im UN-Komitee Projekt Watson, dem es gelang, Messys Kernels zu knacken. Sie waren es, die die 1024-Verschlüsselung entdeckt haben. Die Nachrichten, die du in der MCAS-Bank gefunden hast, waren nach genau diesem System verschlüsselt. Wenn dieser Dvorak IW-Algorithmen in die Finger bekommen hat, die auf Messys Technik basieren, dann stecken wir gehörig in Schwierigkeiten. Seit wir den Kerl mit der ganzen Geschichte in Verbindung bringen konnten, versuche ich schon in Zerkesis Privatnetzwerk einzudringen. Ich habe ja in meinem Leben schon einige sichere Netzwerke gesehen und hatte mich auch darauf eingestellt, dass Zerkesis Netzwerk ein harter Brocken sein würde. Aber das ist Wahnsinn. Zerkesis Server ist nicht einfach nur gesichert oder gut getarnt. Es ist so, als würde man in einem stockfinsteren Raum nach einem Schatten suchen. Das Ding treibt mich noch in den Wahnsinn. In New York wird die Lage langsam ungemütlich. Seit dem Stromausfall sind jetzt 24 Stunden vergangen und niemand weiß, wie lange er noch anhalten wird. Aus Manhattan wurden schon die ersten Unruhen gemeldet. Glücklicherweise ist der Funke noch nicht auf andere Bezirke übergesprungen. Wir setzen dich in einer Gasse ab, die an das Zielgebäude angrenzt. Pass auf die Zivilisten auf. Okay, dicke Luft im Big Apple. Wir gehen mal in die Ausrüstungskonfig und wir nehmen natürlich wieder Angriff. Weiß nicht, ob euch das irgendwie nervt oder so, aber wenn, dann tut es mir leid. Ich komme damit am besten klar und ihr habt gesehen, damit sind wir bisher gut durchgekommen. Und wir schauen mal, wie die Lage ist in New York. Fischer, seit etwa einer Stunde ist in Manhattan die Nationalgarde im Einsatz. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Pass auf, wo du hinschießt, Sam. Diese Jungs haben keine Ahnung, dass du dort bist. Die werden sofort auf dich feuern. Töte keinen. Ich wiederhole, töte keinen von ihnen. Ich werde mir Mühe geben. Gut. Ja, das wird eine... ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt mit unserer Ausrüstung her uns da ein bisschen anders eingestellt haben, aber das kriegen wir hin. Und mit diesem schönen Gassenbild hier will ich mich für heute verabschieden. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen mit diesem Video auch interagiert, ne? Daumen hoch geben, Glocke aktivieren, damit ihr dann die nächsten Videos auch direkt mitbekommt.
und gerne auch mal auf dem Kanal vorbeischauen, welche anderen Let's Plays es mittlerweile gibt. Und ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, falls ihr es nicht schon seid, euch auf unseren Discord-Server einzuloggen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und würde sagen, bis dahin, bleibt in den Schatten. Ciao.